Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zoom In, dem Format, das ich selber schon so ziemlich vergessen hatte und das sich eigentlich perfekt dafür eignet, so Videos wie dieses hier zu machen. Nämlich Videos, in denen ich mich mit bestimmten Details aus bestimmten Videospielen auseinandersetzen will. So wie heute mit dem zukünftigen Update, dem zukünftigen Content, mit dem wir ziemlich sicher in Genshin Impact noch rechnen dürfen und vielleicht auch dem Inhalt, mit der also eventuell noch kommen könnte, auch wenn da nichts sicher ist. Grundsätzlich ist ja das Spiel schon ziemlich clever designed. Also die Welt ist ziemlich clever designed, denn allein das Setting, die Ausgangsposition, in der wir uns jetzt gerade befinden, bietet natürlich massig viel Platz für kommende Updates. Die Welt von Genshin Impact wird nicht nur durch 7 Elemente und durch 7 Götter aufgeteilt, sondern auch in 7 Nationen. Bisher kennen wir zum Release des Spiels, zum internationalen Release des Spiels, 2 dieser Nationen. Mondstadt und Liyue. Mondstadt ist quasi das Startgebiet und umfasst im Grunde die Tutorial-Missionen, den Tutorial-Story-Arc, wenn man so will. Dem Gebiet Mondstadt wird das Element Wind zugeschrieben und das Thema ist Deutschland. Was man schon irgendwie am Namen so ein bisschen erkennen kann, ne? Ich find's witzig, dass überall Windmühlen in Deutschland rumstehen. Ich glaube, die verwechseln da was, aber gut. Nationale Klischees beiseite. Die zweite Nation, die wir jetzt schon bereisen dürfen, Liyue, repräsentiert das Element Erde, also Geo, im Spiel. Und das Thema dieser Nation ist China, wie man unschwer erkennen kann. Ja, soweit. So gut. Und nun gibt es eben noch ganze 7 Nationen. Halt, Post-Production Zeppoloni hier. Natürlich gibt es noch 5 Nationen, 7 insgesamt, auf dessen Release wir in den nächsten Jahren warten können. Jede davon wird ziemlich sicher in einem relativ großen Gebiet, ähnlich der beiden Gebiete, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, verkörpert. Und das ist schon mal ordentlich viel Content, der da noch in der Pipeline ist, auf den wir uns freuen können. Vorausgesetzt, das Spiel läuft gut genug und wird nicht vorzeitig eingestellt, aber den Eindruck macht es aktuell nicht. Auch wenn die ersten 3 nun offiziell angekündigten Updates viele ein bisschen enttäuscht haben. Genshin Impact soll von nun an im 6-Wochen-Rhythmus mit Updates versorgt werden und das erste Update, das wir jetzt am 11. November erhalten haben, führt lediglich einen neuen Multiplayer-Event hinzu. Schade. Mit dem zweiten Update, das kurz vor Weihnachten eingeführt wird, wird die Karte immerhin um ein Gebiet erweitert. Es handelt sich hier aber nicht um eine der fehlenden Nationen, auf die wir später nochmal eingehen werden in diesem Video, sondern nur um Dragonspine Mountain, den riesigen Berg, den man jetzt schon im Hintergrund der Map und sogar teilweise auf seiner Weltkarte sehen kann, der aber momentan noch nicht betretbar ist. Wie groß das Gebiet wird und wie viele Aktivitäten es dort zu entdecken gibt, weiß man noch nicht. Man kann davon ausgehen, dass es ein relativ kleines Gebiet wird, relativ überschaubar und wie schon gesagt eben keine neue Nation. Also keine vollwertige neue Map, wenn man so will, sondern wahrscheinlich eher eine Erweiterung einer der beiden vorhandenen Nationen oder vielleicht so eine Art Grenzland zwischen den beiden. Nun gut, und im Februar geht's dann weiter mit dem Laternenritual, bei dem es eine Reihe von Aktivitäten geben wird. Mehr wissen wir nicht. Von den 9 Nationen fehlt bisher noch jede Spur. Es gibt allerdings schon einige Informationen zu diesen 9 Nationen, die ich ziemlich interessant finde. Die nächste Nation, die höchstwahrscheinlich eingeführt wird, nennt sich Anatsuma. Diese Nation verkörpert Elektro. Also das Elektro- oder Blitzelement. Und das Thema dieser Nation ist Japan. Dort wird es dann auch mit dem nächsten Kapitel der Story weitergehen. Darauf folgt dann Sumeru, die das Element Dendro verkörpert, also Natur. Das Thema von dieser Nation soll der Mittlere Osten und Indien sein. Darauf folgt dann Fontaine, das, wie man vom Namen her schon ableiten kann, Wasser verkörpern wird, also Hydro im Spiel. Und das Thema soll Frankreich sein. Dann folgt eine bisher noch recht mysteriöse Nation namens Natlan, die das Feuer repräsentiert, also Pyro.
Mehr weiß man darüber allerdings, so viel ich jetzt weiß, noch nicht. Wenn ihr da Informationen dazu habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich habe nichts gefunden, leider. Dann folgt noch Snesnaya, eine Nation, die Kryo, also Eis, Frost, repräsentiert und thematisch an Russland angelehnt sein soll. Und zum Schluss gibt es noch die mysteriöse, geheime achte Nation, Kaenria, über die man allerdings nichts weiß. Also das sind auf jeden Fall noch Nationen, die definitiv noch veröffentlicht werden sollen. Und in jeder dieser Nationen soll der Reihe nach ein weiteres Kapitel der Story des Spiels spielen. Wann diese released werden, steht allerdings in den Sternen. Man sollte wahrscheinlich nicht zu viel erwarten, denn wenn diese ganzen Nationen, das hoffe ich, wirklich so groß und so prall gefüllt mit Aktivitäten, mit Rätseln, mit Schätzen sind, wie die ersten beiden Gebiete, steckt da auch eine ganze Menge Arbeit drin. Und zwischen den Veröffentlichungen der einzelnen Gebiete werden definitiv einige, wenn nicht viele Monate liegen. Aber mir ist es so lieber, als dass sie dann die Nation vielleicht nur häppchenweise veröffentlichen oder immer nur kleinere Gebiete machen, nur damit sie in ihrem alle 6 Wochen ein Update-Schedule bleiben können. Interessant finde ich auch das Element Dendro, das bisher im Spiel noch keine wirklich große Rolle spielt. Es gibt bisher nur einige wenige Gegner, die über dieses Element verfügen, und der einzige Elementareffekt ist Dendro in Verbindung mit Pyro, was zu Feuer führt, zu Verbrennungen, also Schaden über Zeit. Ich bin gespannt, ob hier noch vollwertige Dendro-Helden eingeführt werden und das Elementarsystem mit Dendro vielleicht auch ergänzt bzw. erweitert wird. Das würde ich ehrlich gesagt fast erwarten, vor allem wenn wir dann wahrscheinlich im dritten Akt der Story die Dendro-Nation besuchen. Aber wer weiß, mal abwarten. Ich bin außerdem gespannt, inwieweit die kommenden Nationen ihr Element repräsentieren. In Mondstadt finden wir beispielsweise verstärkt Rätsel, die auf Wind basieren, und die Windmühlen in Mondstadt selbst werden natürlich auch mit Wind in Verbindung gebracht, logisch. In Liyue gibt es auffallend viele Berge und seltsame Felsformationen. Ich bin gespannt, wie sie diese Elemente in zukünftigen Arealen umsetzen werden. Wird es in Inazuma beispielsweise besonders viel Gewitterstürme geben, oder ist diese Nation vielleicht technologisch etwas fortschrittlicher und hat elektrischen Strom? Sumero könnte ein Dschungelgebiet sein. Fontaine vielleicht eine Inselgruppe? Natlan könnte ich mir in einem relativ vulkanischen Gebiet vorstellen. Und Snesnaya ist höchstwahrscheinlich in einer Tundra oder einem Eisgebiet. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. So viel zu dem, was wir definitiv erwarten können. Oder was zumindest noch höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren erscheinen wird. Kommen wir nun zu einem recht spekulativen Teil, was vielleicht die Zukunft noch bringen könnte. Wie ihr sicher wisst, wählt man am Anfang des Spiels einen von zwei Protagonisten, einen von zwei Zwillingen, die gemeinsam die Welten bereisen. Der andere verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Es könnte natürlich gut sein, dass die Story einfach so verläuft, dass man den anderen Zwilling rettet und Ende. Vielleicht wurde dieser zweite Zwilling aber auch woanders hingeschickt als man selbst. Es wäre gut möglich, dass man vielleicht die Geschichte des Zwillings, den man nicht gewählt hat, gesondert erzählt. Stellt euch beispielsweise vor, dass der nicht gewählte Zwilling 500 Jahre in die Vergangenheit geschickt wird. Denn vor 500 Jahren gab es in der Welt von Genshin Impact eine große Katastrophe, die die alte große Zivilisation zerstört hat. Dadurch sind überall diese Ruinen in der Welt verteilt. Theoretisch wäre es durchaus denkbar, dass die Map, die einzelnen Gebiete, die schon existieren, quasi restauriert werden, ein bisschen umgebaut werden und dass man dann mit dem Zwilling, den man eben nicht gewählt hat, die Vergangenheit erkunden kann. Vielleicht vor der großen Katastrophe oder genau währenddessen. Man ist live beim Untergang dabei und erlebt, wie alles zerstört wird. Das halte ich nicht für super unwahrscheinlich, denn hier könnten die Entwickler ihre bereits gebauten Level tatsächlich einfach wiederverwerten. Und das wäre zumindest weniger Aufwand, als ganz neue Nationen jedes Mal wiederzubauen. Das ist jetzt aber nur Spekulation von mir, aber theoretisch wäre durchaus denkbar, dass man die Geschichte quasi auch mit dem anderen Zwilling weitererzählt, dass man hier
vielleicht sogar ein ganz neues Charaktersystem etabliert oder zumindest neue Charaktere, die an die einzelnen Zeitlinien gebunden sind, aber vielleicht auch nicht. Ich finde diese Idee zumindest wirklich interessant und eine Überlegung wert. Ja, und ansonsten kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass uns die Entwickler jetzt wahrscheinlich mit kleineren Updates alle 6 Wochen bei Laune halten, bis dann ab und zu immer wieder die neuen großen Gebiete kommen, die mit Sicherheit die Highlights sind. Und diese kommen natürlich auch immer mit neuen Figuren daher. Beziehungsweise könnten Figuren natürlich auch unabhängig von den Gebieten released werden, aber zumindest werden durch die neuen Stories, die mit den neuen Gebieten einhergehen, neue Figuren eingeführt. Das heißt nicht, dass man sie auch gleich in Lootboxen erhalten kann. Möglicherweise werden die, wie es ja jetzt momentan schon mit einigen Helden aus Liyue ist, nach und nach nachgereicht. Tja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mehr kann ich jetzt momentan nicht prognostizieren oder spekulieren. Da müssen wir einfach mal die nächsten Wochen und vor allem Monate abwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt und mit welchen kleinen Veränderungen und Tweaks das Spiel bestimmt nach und nach auch angepasst und verändert wird. Und natürlich freue ich mich wirklich schon vor allem auf die großen Gebiete, aber wie gesagt, ich glaube, da sollten wir ein bisschen Geduld haben und den Entwicklern auch wirklich die Zeit geben, die sie brauchen, damit die neuen Gebiete genauso vollwertig, so groß und so umfangreich werden können, wie die jetzt schon im Spiel integrierten Gebiete. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht zu liken, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.